hallo und herzlich willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute das YStart JIN01. Und zuallererst muss ich sagen, die Griffschalen sehen die nicht aus wie so ein. Na, man muss gleich reinbeißen. Sieht aus wie so eine Schoki-Bar, oder? 12,12 Euro im Augenblick bei Gearbest. 168 Gramm. D2, da steht's, G10 Griffschalen, 168 Gramm, boah, richtig geiler Klopper. Wir haben hier Jimping hier oben, wir haben hier noch ein bisschen Jimping, lässt sich auch sehr leicht aufflicken, ja. Und meiner Meinung nach ein richtig schönes Messer, also ich würde da fast schon von einem Gentleman-Taschenmesser reden, ja? Wenn die Dinger hier nicht dran wären, die Daumenpins, aber egal. So, gehen wir mal nach dem Maße. Da liegen wir bei 9,5 cm. Klingenlänge und Klingendicke liegen wir bei also mal so, ne? 2,8. Dann klingen stärker an der dicksten Stelle. Das ist halt auf Inch. 3,3 mm. Richtig schöner Schneidteufel. Oh, wo habe ich denn mal ein Papier, was ich entbehren kann? Ja, und das war Briefumschlagspapier, also nichts Dickes, und ich denke mal die dünneren, da wird es schwieriger. Pushcut würde ich jetzt hier nicht unbedingt mitmachen, ist nämlich noch der Werksanschliff. Ja, auf beiden Seiten haben wir Daumenpins und schön hochgezogenen Flachschliff. Ist das ein geiles Teil? So, also, liegt doch fantastisch in der Hand. So, ich habe Handschuhgröße 9,5 bis 10. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Hier kann man schön lecker ein bisschen Paracord. Ich sage es extra mal so richtig schön auf Englisch. Paracord. Entschuldigung, mein Magen gluckert gerade. Habt ihr gesehen? Zack, durch. Der Blöde mit Paracord ist, dass das direkt wieder durchkommt. Sausack! Soll ja nicht so sein. Kruzifix. So. Ah, Strahlen, ey, da kannst du ja nicht meckern. Super. Ich hätte sie auch mal anflammen können, ne? So, seht ihr? Ist durch. Wir hätten also schön Platz für ein fettes Lanyard. Ja, und dann haben wir kein Hosentaschenclip. Ja, gut. Ich wusste nicht, ob ich das unbedingt am Gürtel, alles klar, an dem Hosentaschen, in der Hosentasche tragen möchte. Paracord zerschneiden. Ja, Pushcut. Halte ich auch nicht für sonderlich aussagekräftig, aber das Messer ist scharf wie Nachbars Lumpi. Kostet 12,12 Euro, echt Bremen, ohne Quatsch. Jawohl, ohne Quatsch. Sagte ich schon 168 Gramm? Ne, habe ich nicht gesagt? Doch, habe ich gesagt. Ey Jungs, D2 Stahl. G10. Eingestellt die Sau. Richtig sau gut nämlich. Leider steht
bis zur ersten Hälfte. Kein Klingenspiel, weder hoch noch runter, nix. Das nenne ich mal ein richtig schönes Messer. Ist allerdings für Fettfinger ziemlich anfällig, aber das macht ja nichts. Mit meiner schlechten Hand, oder links, bin ich ein bisschen untrainiert, ist ja nicht so wild. Da hat man auch ein schönes Messer. Da hat man dann auch ein schönes Messer, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht. So, das war es. Mein ganz schnelles Video über ein wirklich schickes Gentleman-Taschenmesser. Ich möchte es wirklich so bezweifeln. Möchte es wirklich so beschreiben oder umschreiben. Ich finde es cool. Ich finde es schön. Und vor allen Dingen ist das schön günstig. D2, Leute. Jetzt sagt mir bitte keiner, das kann nicht sein, D2, Messer mit D2, kann nicht so günstig sein. Ich sage doch, denn der Problem ist bei vielen Firmen, die hingehen und, na, ihr seht, meine Messer sind immer in Benutzung, HX Outdoors, ja, die Preisunterschiede für den Stahl sind nämlich nicht so hoch, wie die Leute immer glauben und meinen dann, 8CR 13 MOV könnte das 5 Euro kosten, aber dann 50 bei D2 Stahl, das ist Quatsch. Die Preise sind im Tonnenbereich, nur wenige Euro, das ist wirklich kein Quatsch, zu sagen, D2 Stahl oder der Peniswüsteneisen Stahl, der ist so extrem teuer, das ist immer Mumpitz, das stimmt einfach nicht. Und da werden halt die Preise einfach nur so hochgejubelt, um die Messer teurer verkloppen zu können. Ja? Ich sag da mal nur exklusive, ja, teure Messer von namhaften Herstellern. Ja? Wenn du dann hingehst, ich sag mal, guckst dir das hier an. Davon ist das Original, das ist ja 440C. Das Original hat irgendein CPM oder weiß der Geier was, Stahl. Da wird das Messer direkt mal verzehnfacht, das ist kein Witz. Das Original kostet das Zehnfache, glaube ich. Arschlecken. Ich mag es günstig, weil da habe ich nämlich mehr von und kann mir mehr von kaufen. So, das war's jetzt aber. Ich bin raus und sag wie immer, tschüss, Madiot, schwenkt der Hut, tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp. Oh, schön. Tschüss.